auch von meiner Seite einen schönen Abend. Mich freut es sehr, dass ich heute beim 18. Netzpolitischen Abend in St. Pölten dabei sein darf, und auch in Vertretung von Martin Ebner und auch in den nächsten zwei Tagen dann als Teilnehmerin beim Kulturhackathon. Bin schon sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Habe vorher vor einem Monat meinen ersten Hackathon absolviert und auch gewonnen. Ja, ich möchte meinen kurzen Impulsvortrag mit einem Gedankenspiel beginnen. Eine Schulanfängerin, die vor zwei Wochen, glaube ich, war Schulstart in Niederösterreich, die Volksschule betreten hat, wird im Jahr 2021 in die Sekundarstufe 1 wechseln. Ja. Der Übertritt in die Oberstufe erfolgt dann im Jahr 2025. Sie wird im Jahr 2029 die Regelprüfung machen, dann an die Türen der Hochschule klopfen, vielleicht an die FH Johanneum, und wird dann 2034 ihren Studienabschluss feiern. Ja, wirklich ein sehr idealisiertes Gedankenexperiment. Stellt sich jetzt aber die Frage, ist unser Schulsystem momentan in der Lage, diese Schülerin auf die Arbeits- und Lebenswelt im Jahr 2030 plus vorzubereiten, um das einmal so zu formulieren. Wir erleben täglich eigentlich, dass informatische Bildung immer mehr zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Allgemeinbildung wird. Die Arbeitsmarktstatistiken aus ganz Europa zeigen, dass bereits jetzt ein sehr großer Mangel an Arbeitskräften im Bereich der Industrie 4.0 besteht, und ein Bericht von Informatics Europe und ACM Europe betitelt das mit "Europe cannot afford to miss the boat", das heißt, Europa kann es sich nicht leisten, dieses Boot quasi zu verpassen. Gemeint damit ist, wenn wir mit Innovationen im internationalen Wettbewerb bestehen wollen, dann reicht es nicht aus, wenn wir nur Benutzerinnen und Benutzer von neuen Technologien sind. Wir müssen auch die dahinterliegenden Technologien verstehen. Denn Innovation verlangt Kompetenz, und digitale Innovation verlangt digitale Kompetenz, das heißt unter anderem auch Kompetenzen im Bereich der Informatik. Führt uns wieder zur nächsten Frage: Was muss ein zeitgemäßer Informatikunterricht leisten? Das heißt, welche Inhalte müssen vermittelt werden bereits in der Schule? Ist es nur der Medienbildung und der kompetente Umgang mit informationsverarbeitender Technik, oder ist es auch die Beherrschung von Konzepten der Informatik als exakte analytische konstruktive Wissenschaft? Und die Antwort lautet so, dass wir die informatische Bildung als interdisziplinäres Gebiet sehen müssen, das sich eben auf diesen drei Säulen stützt, nämlich auf die Konzepte der Informatik als Wissenschaft, auf die Säule der ICT-Anwendungskompetenz und auf Medienbildung. Mit ICT-Anwendungskompetenz im deutschsprachigen Raum IKT-Anwendungskompetenz, also IKT-Informations- und Kommunikationstechnologien. Darunter versteht man eben die Fähigkeit, kompetent mit Anwendungsprogrammen umzugehen. Das heißt zum Beispiel, wie nutze ich jetzt Word, PowerPoint oder Excel richtig? Das würde jetzt in diese Säule IKT-Anwendungskompetenz fallen. Die Erfahrung zeigt uns, dass der Informatikunterricht sehr häufig als genau eine Schulung zum sicheren Umgang mit Anwendungssoftware, dass der eben so ausschaut. Natürlich die Medienbildung, das wird immer, also da ist schon sehr viel passiert, weil sich das natürlich auch gut in andere Fächer integrieren lässt, wie zum Beispiel in Deutschland politische Bildung, aber die Säule der Informatik ist bis jetzt eindeutig zu kurz gekommen. Gemeinsam mit Martin Ehmer haben wir eine Literaturrecherche gemacht, haben uns 8 verschiedene Länder angeschaut, wie schaut es dort mit Informatikunterricht aus, sind die schon weiter wie wir. Ja, jetzt in aller Kürze die Ergebnisse.
vielleicht einmal der kurze Blick auf Österreich, weil viele vielleicht sich noch nicht so genau damit auseinandergesetzt haben. In der Volksschule, also es gibt Informatik, ist kein Fach jetzt mit vordefinierten Stunden. Es gibt ist nur dieses Unterrichtsprinzip Medienerziehung festgesetzt. Also ein anderes Unterrichtsprinzip wäre zum Beispiel auch politische Bildung oder Umweltbildung quasi, was in den anderen Fächern vermittelt werden soll, im Rahmen der anderen Fächer. In der Sekundarstufe 1, das heißt NMS und AHS-Unterstufe, war es bis jetzt so oder ist es auch vorher noch so, dass Informatik nur als unverbindliche Übung angeboten werden kann. Das machen nicht alle Schulen und das ist auch in der NMS häufiger als wie in der AHS-Unterstufe, beziehungsweise ist dort auch im Lehrplan einfach nur der fächerintegrative Ansatz festgeschrieben. Ab dem Schuljahr 2018/19 soll das als verbindliche Übung umgesetzt werden mit dem Titel Digitale Grundbildung. Dieses Jahr ist die Pilotisierungsphase. Ich weiß jetzt wirklich nicht genau, wie viele Schulen dabei sind, aber es sind einige, die das einmal ausprobieren, bevor es dann wirklich verbindlich wird. Und ich darf da kurz die Aussendung vom Bundesministerium vorlesen. Die Umsetzung der verbindlichen Übung am Schulstandort erfolgt schulautonom im Ausmaß von mindestens 2x32 Jahresstunden, entweder integrativ in den Fächern oder mit definierten Stunden. Aber die Gesamtwochenstundenzahl darf nicht erhöht werden. Jetzt kann man sich fragen, ist es dann wirklich, ja, man kann nicht erwarten, dass es dann in den Schulen wirklich als Fach mit definierten Stunden stattfindet. Also es kann weiterhin nur fächerintegrativ sein. Aber ich bin sehr froh darüber, dass dieser Schritt gesetzt wurde. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, vielleicht kommen wir auch mit kleinen Schritten ans Ziel. Ich hoffe es. Unter anderem gibt es, also für dieses Fach gibt es jetzt noch keinen Lehrplan, sondern es wurde quasi, ja, eine Inhaltsbeschreibung mit ausgeschickt und da finden wir eben diesen Bereich Computational Thinking, wo wir dann schon auch, wo auch diese Säule der Informatik quasi angesprochen wird, was sehr wichtig ist. Wie dann die Umsetzung ausschaut, ist natürlich eine andere Frage. Aber der Wille ist da und es geht einmal in die richtige Richtung. Ja, und in der Sekundarstufe 2, also bitte, ich spreche hier von der AHS, trifft jetzt nicht auf die BHS zu, haben wir wirklich nur in der 9. Stufe den zweistündigen Pflichtgegenstand Informatik, wo wir wissen, dass der flächendeckend, wie gesagt, mehr eine Schulung für die IKT-Anwendungskompetenz ist, nicht in allen Schulen. Und wenn es gelingt, kommt vielleicht auch im Pflichtfach in der Oberstufe zustande. Ja. In Deutschland ist die Situation sehr unübersichtlich, da ja jedes Bundesland, die haben eigene Lehrpläne und auch andere Schulformen. Also da jetzt eine eindeutige Aussage zu treffen, müsste man sich jedes Bundesland genau anschauen. Was ich weiß, dass in Bayern haben sie große Pläne, haben sie ja, irgendwas in Richtung verpflichtende Informatikunterricht in der Mittelschule oder so vor. Flächendeckend. Momentan passiert das ja nur in den naturwissenschaftlichen Gymnasien, oder, soweit ich informiert bin. Aber auch ein wichtiger Schritt könnte mit diesem kleinen Gerät oder durch dieses kleine Gerät, einen Mikrocontroller, ich habe einen mit und man kann sich ihn dann auch anschauen, mit dem Namen Calliope Mini könnte da gesetzt werden. Der soll nämlich an alle Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse, das heißt Volksschule, ausgegeben werden. Unterstützt auch vom Bundesministerium. Die Vorlage dafür war eigentlich dieser BBC Microbit, der ist im Sommer 2016 im Umfang von 1 Million Stück in England an alle 11- bis 12-jährigen Schüler verteilt worden. Und diese Verteilung des BBC Microbit ist in England auch die Einführung des Pflichtgegenstands Computing vorausgegangen und das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu uns, dass es wirklich einen Gegenstand gibt, der ab
Volksschule, das heißt ab 5 Jahren verpflichtend ist. Zwar nur ein Ausmaß von einer Wochenstunde, aber es sind definierte Stunden. Und wir haben, es wird diese Säule der Informatik behandelt, es werden Konzepte der Informatik besprochen und Programmierkenntnisse auch vermittelt, wie auch der Name Computing auch sagt. Ja, und in der Schweiz schaut es so aus, da wurde auch der Lehrplan 21 eingeführt für alle deutschsprachigen Kantone. Es haben noch nicht alle Kantone diesen umgesetzt, weil da immer auch Anpassungen möglich sind. Und da haben sie dieses Modul Medien und Informatik, wo sie auch klar trennen, okay, einerseits Medienbildung, andererseits wirklich Informatik. Und die Anwendungskompetenzen vermitteln sie auch welche integrativ. Ja, aber auch hier ist es ja ein bisschen ein fauler Kompromiss, sage ich mal so, weil hier auch wieder die Kantone die Zeitgefäße definieren können. Ja. Ganz kurz, das war der Überblick. Also wir sehen hier Deutschland und Österreich nehmen wieder eine eher konservative Position ein, wenn es um den Beginn des verpflichtenden Informatikunterrichts in der Schule geht. Ganz kurz noch, welchen Beitrag leisten wir als TU Graz dazu, dass wir die informatische Bildung fördern. Wir versuchen die Verankerung von Informatik an Schulen zu unterstützen, indem wir natürlich Lehr- und Lehrunterlagen bereitstellen, arbeiten auch an einem offenen Schulbuch für den Informatikunterricht und versuchen auch Schulprojekte zu unterstützen, wenn möglich. Ja, wir machen eine Reihe an außerschulischen Angeboten, sind dabei, das Laufen zu erweitern, unter anderem Coding-Robotik-Workshops, Sommerforschungswochen eben, für Kinder, dann das Büro für Gleichstellung und Frauenförderung organisiert immer Sommerkurse und Ferialpraktika auch für Mädchen, natürlich auch eben mit Förderung Frauen in die Technik. Und wir haben auch Online-Kursangebote für Schülerinnen und Schüler auf unserer MOOC-Plattform imooksbook.at, alles kostenlos. Und wir sind auch bei der Entwicklung der Lehramtscurricula dabei und versuchen dort auch möglichst viele Lehrveranstaltungen, wo es um den Erwerb von digitalen Kompetenzen geht, festzusetzen. Ja. Die Präsentation finden Sie dann auch auf der Website, die ich angegeben habe. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Fragen. Hallo, herzlichen Dank, Maria. Wer hat denn Fragen als erstes? Ja, aber da habe ich dran. Du kannst auch jetzt. Nein. Wir machen ja vom Chaos Computer Club Wien auch immer so eine Klassenmarkt Schule, wo uns Lehrer einladen, in Schule zu kommen und mit den Kids ein bisschen zu plaudern. Was wir da sehen, ist oft, dass die Lehrer halt sehr schwimmen in dem Gebiet. Habt ihr euch bei diesen ganzen Studien und wie ihr das analysiert habt, auch die Lehrerausbildung dazu angesehen? Wie gesagt, generelle Literaturrecherche war sehr schwierig. Und ich kann jetzt nur konkret von England sagen, dass sie da große Probleme haben. Also, dass sie da fast nicht nachkommen mit den Schulungen von den Lehrern. Dadurch, dass es wirklich um Programmierkonzepte geht, was natürlich, man muss das für altersgemäß natürlich einführen und da bedarf es natürlich an einer Weiterbildung. Ja. Aber die hängen noch nach. Ja. Kurze Frage noch zu UK. Bei der Literaturrecherche habt ihr da auch Referenzen gehabt auf die 80er Jahre, da hat ja die BBC das Ganze und mit den Schulen mit dem BBC Micro gemacht, wo sie quasi alle Schulklassen Computer gestellt haben und dann programmieren gelernt haben. Gab es da irgendwie Referenzen, was das für Auswirkungen gehabt hat? War das gut oder schlecht? Oder? Leider nein. Also ich bin auf das gestoßen, habe das aber dann zu wenig verfolgt, weil dann so eine große Anzahl von Ländern war, aber leider nein. Schade, weil das war super spannend. Aber schaue ich mir das nochmal an. Danke nochmal für den Hinweis. Ja. Noch jemand eine Frage? Ich habe noch eine. Ja. Und zwar ist natürlich, also erstes Mal interessiert mich dieses Ding, diese Schachtel am Tisch, dieses Calliope. Calliope, genau. Vielleicht könntest du das dann erklären. Und meine zweite Frage drauf ist,
Es ist natürlich klar, dass das Hauptaugenmerk darauf geht, die nächste Generation dementsprechend eine gute Grundbildung zu geben. Aber wie betrifft die informatische Grundbildung oder wie schaut es da aus mit der Erwachsenenbildung? Hast du da Erfahrungswerte? Oder hast du da einen Vergleich auch? Oder ist das so gar nicht in deiner Perspektive? Das kann ich auch sagen. Ja, Erwachsenenbildung beschäftige mich eher wenig. Ich erlebe es nur immer von den Workshops, wo natürlich auch die Lehrpersonen dabei sind, oft ein bisschen hilflos sind. Ja, es ist unterschiedlich. Also es gibt Lehrer, die sowieso schon damit im Unterricht immer gearbeitet haben und denen man nicht zeigen muss und bei denen man eher noch Tipps bekommt. Und dann andere, die sich halt wirklich eher immer davor geweigert haben. Und ja, man hat, also ich war mal selbst bei einer Lehrerfortbildung halt dabei, was auch von der bei uns von den Robotikleuten auch angeboten wurde. Und da ist es wirklich ganz unterschiedlich vom Niveau her. Also einige kennen sich super aus, die hätten da eigentlich gar nicht hinkommen müssen. Und dann sind wirklich einige dabei. Die waren noch nie mit solchen Sachen in Kontakt, ja. Magst du die Calliope noch mal vorstellen? Ah, ja, Calliope. Ja, also Calliope ist ein Mikrocontroller mit verschiedenen Sensoren. Also man hat einen Lagesensor drauf, man hat einen Lautsprecher drauf, man hat einen Temperatursensor drauf, Helligkeitssensor. Dann gibt es eine LED-Matrix, eine 5x5 LED-Matrix und eine RGB-LED. Das sind so die Funktionselemente und genau, auch noch zwei Buttons hat man auch noch drauf. Ja, im Grunde, man kann immer nur ein Programm drauf spielen und das dann ausführen. Das Programm erstellt man eben über einen Editor. Es ist ganz normal eine Webanwendung, also man braucht nichts installieren. Es gibt da drei verschiedene. Einer ist wirklich für die Kleinen, nur mit einem kleinen Befehlsumfang. Und ja, da kann man dann quasi mit, es ist dann so eine visuelle Programmiersprache, also an Scratch angelehnt, wo man verschiedene Befehlskategorien hat und sein Programm dann aus den einzelnen Befehlen halt ja, zusammenstoppelt. Und das kann man bei euch bestellen? Dann nicht bei uns. ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, es hat nämlich der Martin bestellen müssen, weil es war nicht nach Österreich lieferbar, also über einen Cornelsen-Verlag oder so, haben wir das ja, das müssen wir nach Deutschland bestellen. Interessant. Ja, aber mal schauen, ob wirklich eine flächendeckende Einführung dann kommt, ob wirklich alle Bundesländer in Deutschland mitmachen. Und ob das auch für Österreich dann aber interessant wird. Eine noch? Ich glaube, da machen wir schon langsam. Jetzt vielleicht nochmal auf dieses Calliope, wie soll das im Unterricht eingesetzt werden auf der einen Seite und eben die andere Frage, die da eigentlich anschließt, bis jetzt mal von Digital Literacy, ja ganz viel die Rede, was ja eigentlich eine Anwendungskompetenz ist, wenn man so will, oder eine Rezeptionskompetenz. Inwieweit ist denn auch das Ziel, da eigentlich in Kanada beispielsweise Multimodal Mastery genannt wird, sprich also auch eine Produktionskompetenz, da wirklich daraus zu machen und wie kann das da eine Rolle spielen? Also im Zusammenhang. Genau, mit dem aber auch generell im Lehr. Ja, also vielleicht kommen wir mal auf das zurück, wie kann der Calliope Mini im Unterricht eben eingesetzt werden. Er lässt sich dadurch, also es ist dann in diesem Paket kommen auch LEDs und Krokodilklemmen mit. Also man kann ihn auch gut im Physikunterricht zum Beispiel einsetzen, indem man Beispiele macht, also quasi mit Stromkreis und Leitfähigkeit, dass man so solche Konzepte sehr anschaulich damit erklären kann und gleichzeitig halt auch immer diesen Programmierteil hat. Also quasi, dass man natürlich auch die Programmierkonzepte auf eine spielerische Art und Weise vermittelt.
Ja, man kann ihn auch, also dadurch, dass er eben den Lautsprecher hat und es verschiedene Befehlsblöcke für die Noten halt gibt, kann man ihn auch im Musikunterricht gut einsetzen und da Beispiele machen. Ja, eventuell auch im Sprachunterricht wirklich mit Buchstaben irgendwas machen. Also, ja, man kann auch sehr billig für Zufallsspiele, man kann einen Würfel programmieren. Ja, es gibt sehr viele Beispiele für den Einsatz und sehr gut halt auch im Werkunterricht, wenn man Bastelprojekte gut damit umsetzen kann. Und die zur IKT-Anwendungskompetenz quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage, dass es nicht nur darum geht, dass man anwendet, sondern dass man auch Inhalte erstellt. Genau, also nicht nur rezipiert, sondern eben auch produziert. Okay, Produktionskompetenz ist in dem Fall also zum Beispiel auch das Erstellen von Webseiten zum Beispiel. Natürlich, ich meine, das ist auch zum Beispiel jetzt in dieser Inhaltsliste zur digitalen Grundbildung, ich weiß nicht, wie es genau betitelt wird, aber ich glaube, es heißt Produktion von digitalen Medien. Und da steht drinnen eben, dass quasi Webseiten erstellt werden müssen und da ist diese ganze Geschichte mit HTML und CSS schon drinnen, ja. Ja, gut. Audio- und Videomaterialien auch, ja. Ja, noch dir herzlichen Dank, Maria. Okay. Ist ja auch noch was, das geht da nicht, oder?